Dann können wir loslegen. Ja, also schönen guten Abend heute bei unserer Online-Runde. Ja, man könnte schon was sagen, es ist eine kleine kurze Tradition seit der Pandemiezeit, dass wir den Januar mit einer sehr hochkarätigen Online-Diskussion beginnen. In diesem Jahr haben wir es geschafft, Christian Schmidt eine Stunde virtuell zu uns herzulocken. Und wir hatten angekündigt, Manuel Sarrazin sozusagen die beiden im Tandem einzuladen. Herr Sarrazin lässt sich leider entschuldigen, er ist leider erkrankt. Wir glauben aber, dass das trotzdem kein Problem wird, die Stunde zu füllen. Im Gegenteil, ich freue mich sehr, Herr Schmidt, dass wir Sie gewinnen konnten, aus Sarajevo sich heute Abend für eine Stunde ja, hier nach Hamburg und in die Welt zuzuschalten. Und würde auch sozusagen, damit wir dem Thema möglichst viel Raum geben, relativ schnell starten wollen. Ich freue mich, dass Sie hier sich so zahlreich angemeldet haben. Und würde damit an Frau Tunic übergeben wollen, die Professorin für Südslawistik ist und slawistische Kulturwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Hallenwittenberg. Frau Tunic forscht unter anderem insbesondere zu Erinnerungskulturen in Postkonfliktgesellschaften mit Schwerpunkt auf die Staaten des ehemaligen Jugoslawien und ist sozusagen eine ausgewiesene Expertin auch für dieses Thema. Und da freue ich mich sehr, Frau Tunic, auch, dass wir Sie gewinnen konnten, diese sehr hochkarätige Runde für uns heute Abend zu moderieren. Bevor ich Ihnen jetzt das Wort gebe, noch zwei kurze Hinweise zum Ablauf. Das eine ist, ich werde jetzt gleich die Aufzeichnung anschalten. Also es gibt, das hat unsere Mitarbeiter schon gerade gemacht, wunderbar. Also es wird aufgezeichnet, diese Runde und auch dann sozusagen für Interessierte, die nicht können, gerade dann nochmal nachzuschauen sein. Das ist das eine, was ich Sie bitte zur Kenntnis zu nehmen. Genau. Und das zweite ist, dass wir jetzt erstmal anfangen werden mit einem Gespräch zwischen Frau Tunic und Herrn Schmidt. Und dann aber, ja, spätestens so nach einer halben Stunde, dann auch möglichst viel Raum für Ihre Fragen lassen wollen. Und die würde ich Sie bitten, in den Chat zu schreiben. Unsere Mitarbeiter werden die dort raussammeln und für Frau Tunic aufbereiten. Und die wird dann also stellvertretend für Sie sozusagen Herrn Schmidt dann Ihre Fragen stellen. Machen Sie davon bitte gerne Gebrauch. Ich freue mich auf einen schönen kurzweiligen Abend mit Ihnen. Und ja, Frau Tunic, ich würde Ihnen mal das Wort übergeben und bedanke mich schon mal im Vorhinein ganz herzlich für eine sicherlich sehr spannende Runde. Ja, vielen Dank, Herr Becker. Dobra veče, guten Abend, sehr geehrter Herr Schmidt, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum. Ja, es ist ein Freitagabend und man könnte sich entspannendere Aktivitäten vorstellen. Dennoch haben sich ganz viele Zuschauer entschieden, an diesem Abend bei dieser Europasprechstunde teilzunehmen. Und das freut uns und ehrt uns natürlich, aber das zeigt auch deutlich, wie relevant dieses Thema ist für so viele, die wir das Thema, das wir heute Abend diskutieren möchten. Das liegt natürlich auch an dem, das Wort ist mehrmals schon gefallen, hochkarätig besetzten virtuellen Podium mit Herrn Christian Schmidt. Herr Schmidt ist der höhere Repräsentant für Bosnien-Herzegowina, also höherer Repräsentant der internationalen Gemeinschaft. Er ist auch Bundesminister AD, also ehemaliger Landwirtschaftsminister. Und ja, Herr Schmidt, ich freue mich auf dieses Gespräch mit Ihnen. Zunächst möchte ich Ihnen und auch dem Publikum ja alles Gute für das neue Jahr wünschen. Es ist 27. Januar, das darf man immer noch. So wurde mir das erklärt bis Ende des Monats. Und ich nutze dies als Anlass, Sie zu fragen, was Sie sich für dieses Jahr wünschen und was Sie sich für dieses Jahr vorgenommen haben. Das ist sozusagen Ihre To-Do-Liste. Natürlich, wenn es um die europäische Integration Bosnien-Herzegowinas geht, vor allem aber auch so von anderen Westbalkanstaaten. Genau. Und dann vielleicht kurz auch
einen Rückblick auf das vergangene Jahr zu werfen. Und genau, the floor is yours. Vielen herzlichen Dank, Frau Turnitsch, sehr geehrte Damen und Herren. Vielleicht zwei, drei Sätze vorher zu meiner Person und zu meinem Bezug zur Europa-Union, weswegen ich sehr gerne hier bei der Europa-Union in Hamburg auch von Sarajevo zugeschaltet hier bin. Ich bin ja, langjähriges Mitglied und auch aktiv in der Europa-Union, nicht nur gewesen, natürlich früher intensiver, vor allem bei den jungen Europäern und der JEF, aber schon aus Überzeugung für die Friedensbotschaft der Integration in Europa. Und ich habe gerade heute den neuen Außenminister besucht in Sarajevo, Herrn Konakovic, der jetzt seit gestern im Amt ist. Und wir haben uns gerade über diese europäische Idee unterhalten. Und da fiel dann das Wort, wenn man die Grenzen, die ethnischen Grenzen, die nach wie vor da sind, die zwar politisch akzentuiert werden, in der praktischen Gesellschaft längst nicht so strikt sind, ganz im Gegenteil, aber eigentlich die Botschaft der europäischen Integration, die Bedeutung von Grenzen herabzusenken, einfach durch die schiere Zusammenarbeit, das ist eine Intention und das übernehme ich gern vom Außenministerium in Sarajevo. Wir haben jetzt mit dem Kandidatenstatus ja einen Zustand erreicht, in dem wirklich ernsthaft über Mitgliedschaft verhandelt wird. Nochmal zu mir. Ich habe meinen ersten Besuch in Sarajevo im März 1992 gemacht. Muss ich daran erinnern, dass Februar, März 92 das Referendum, das von damals von Alija Izetbegovic letztendlich initiiert war zur Unabhängigkeit von Bosnien-Herzegowina aus dem ehemaligen Jugoslawien, damals war das nicht ehemalig, damals war das natürlich noch bestehend, stattgefunden hat. Es hatte damals schon eine sehr schwache serbische Beteiligung, überwiegend einen Boykott gegeben, aber es gab damit dann eine Grundlage für einen unabhängigen Staat. Und ich weiß noch sehr genau, dass in dem Hotel, früher das Holiday Inn, heute ist es das Europa Hotel, unten die Wahlauszählung stattfand und ausländische Beobachter da waren und oben Herr Karadzic und seine Leute ihr Hauptquartier hatten. Also sozusagen in der Nutshell die Situation, die sich nun nicht so geblieben ist, sondern natürlich dramatisch geändert hat, weil der Dayton-Vertrag jedenfalls einen Waffenstillstand, Frieden gebracht hat. Jedenfalls heißt, dass es da Defizite gibt und der Dayton-Vertrag, zu dessen Wahrung und Implementierung ich den Auftrag von der internationalen Gemeinschaft bekommen habe, in manchen Dingen reparaturbedürftig ist. Das stellt Diskriminierungsfragen, das stellt die Fragen, ist denn das modern genug, um neben einer Orientierung auf ethnische Gruppen stärker den europäischen oder den bürgerschaftlichen Ansatz zu haben? Na, das sind Dinge, die gegenwärtig natürlich sehr intensiv in Bosnien-Herzegowina besprochen werden. Die Situation ist so, hat sich, glaube ich, verändert ein Stück und damit bin ich noch mal kurz im Rückblick durch den 24. Februar letzten Jahres. Man muss sehen, und ich spüre das jeden Tag, dass die Menschen, die nicht nur in Sarajevo, sondern die in ganz Bosnien-Herzegowina sind, denen im wahrsten Sinne des Wortes die Kriegserfahrung mit allen schlimmen Erlebnissen und Situationen, die da durchlebt werden müssen und von manchen eben nicht durchlebt werden, dass die sehr, sehr präsent sind. Und durch den Angriff auf die Ukraine und die Bilder, die man von dort sieht, wirklich unmittelbar präsent geworden sind. Das stellt Fragen anders. Das bewegt auch ein Momentum hin zur
europäischen Integration. Man blickt auf Europa, man ist nicht ganz zufrieden mit Europa, weil man den Eindruck hat, die werden immer recht kompliziert, die Europäer. Das kann ich auch nicht ganz bestreiten, dass das so ist. Und andererseits aber auch die politische Klasse jetzt in Bosnien-Herzegowina eher im sich selbst beobachten oder in der Beobachtung des anderen verharrt in einer gewissen Stagnation. Die konnte im letzten Jahr durch einige Momente nicht überwunden werden, aber verbessert werden, dass es zu einer gewissen Dynamik kommt. Und ich verspreche mir als Wunsch für das Jahr 2023, dass es erstens ein Übergreifen des Ukraine-Kriegs auf den Westbalkan verhindert, dass die Ukraine zufrieden findet, aber vor allem auch jetzt innerhalb Bosnien-Herzegowina, dass eine die ersten Zeichen von Dynamik und von Funktionalität im Staat auch dazu führen, dass wirklich die europäische Integration von allen nicht nur rhetorisch nicht bekämpft wird, das ist ja schon mal was, wenn man auf manche Politiker achtet, sondern dass sie proaktiv betrieben wird. Und da macht mir die neue Regierung Hoffnung. Das ist eine Regierung, Frau Tunic, ich habe den Überblick über die letzten 30 Jahre und alle Wahlen nicht. Aber in der Nachschau und mit Erfahrungsträgern ist es wohl schon ziemlich das erste Mal, dass es jetzt eine Regierung gibt, die ein Programm sich gesetzt hat. Und auf diesem Programm ist die europäische Integration ganz oben. Die wird von einigen stärker gelesen als beispielsweise von dem, glaube ich, jeden Bekannten hier, Herrn Dodik, der die Republika Srpska vertritt. Ich weiß nicht, ob er in diesen Fragen aber wirklich die Bürgerinnen und Bürger der Republika Srpska vertritt. Ich würde eher behaupten, das sind nicht nur Behauptungen, sondern das lesen wir aus unseren Umfragen, aus den internen, dass die Menschen durchaus sehr für die europäische Integration zu haben sind und sie das nicht als ein Thema einer Absage an, was weiß ich, an Moskau oder an Belgrad verstehen, sondern als eine schiere Notwendigkeit ihrer friedlichen Existenz in Zukunft. Das ist eigentlich das Wesentliche, was ich sehe. Verfassungsänderungen, die Details, die wollen wir sicherlich, können wir später noch ansprechen. Ja, vielen Dank. Sie haben eigentlich schon die zentralen Punkte angesprochen. Erstmal die Kriegserfahrungen, die in Bosnien-Herzegowina immer noch eigentlich zentral sind sie haben das Land ein erinnerungskulturell hochsensibles Land und politisch auch äußerst kompliziertes Land in ihrem Amt betreten. Und ich würde, also es ist nicht so, wie wir das besprochen haben, aber ich würde Sie gleich fragen, was sind Ihre Eindrücke vor Ort? Und dann können wir noch dazu kommen, damit Ihre persönlichen Eindrücke von Menschen aus dem Lande gleich am Anfang zu Wort kommen und zum Ausdruck kommen. Und dann können wir auf die Frage der Wahlrechtsreformen und Bildung der Regierung detaillierter zu sprechen kommen. Wenn Sie gestatten, heute ist der 27. Januar. Sie haben ihn angesprochen, das ist auch der internationale Holocaust-Gedenktag. Und ich war heute bei der jüdischen Gemeinde, bei Herrn Finzi, dem berühmten Jakob Finzi, der das Urteil beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erstritten hat, und der jüdischen Gemeinde und den Vertretern der internationalen Gemeinschaft und der staatlichen Politik. Und natürlich gibt es da sofort Bezüge von Genozid und von der Frage, welche Konsequenzen, welche Situationen sind bei uns gewesen. Es gab einen Film aus dem Jahre 41, der sehr zeigt, dass die Situationen, die durch den Nationalsozialismus und Hitler entstanden waren, natürlich auch auf dieses Land zurückschlagen.
insbesondere weil ein Teil des Staates mit einer letztendlich von Hitler geduldeten Regierung, der Ustascher Regierung, dann auch sehr Juden angegriffen und in KZs gebracht hat und mehr. Das ist aber, der Reflex ist, dass Srebrenica und die Frage des Genozids zwar nicht verglichen werden sollte. Ich glaube, wir haben uns in Deutschland auch darauf geeinigt, dass der Holocaust so etwas Außerordentliches ist, dass man nicht relativieren kann durch Vergleiche und umgekehrt genauso mit Srebrenica. Dennoch ist das Gefühl schon recht ähnlich. Das Gefühl, dass eine ethnische Differenzierung ausreicht, um des Lebens bedroht zu werden. Was ich feststelle, Frau Dunic, ist, dass wir mit dieser Frage der, ich weiß nicht, Versöhnung das richtige Wort ist, Social Coherence oder was auch immer, dass das ein Manko ist in Bosnien-Herzegowina, dass wir trotz viel Investment auch der internationalen Gemeinschaft, OSZE etc., es bisher nicht geschafft haben, dass es eine gemeinsame Unterrichtung von Kindern gibt. Nach wie vor erhalten viele bosniakische Kinder, viele kroatische, viele serbische Kinder, jeweils von den Ethnien, und die anderen, die rutschen dann irgendwie zwischendrin rein, unterschiedliche Curricula, unterschiedliche Lehrpläne in Geschichte, Erdkunde, auch in Sprache. Und ja, das ist nicht nur bedauerlich, das halte ich, believe it or not, jenseits der Problemstellungen, die wir mit manchen Politikern hier haben, für die eigentliche Fragestellung ist, sind wir in diesem Land, können wir sagen, dass eine Generation nach dem Krieg, eine Generation nach der gewalttätigen Auseinandersetzung, eine Form von Versöhnungsprozess auf politischer, erkennbarer Ebene stattgefunden hat. Wir hatten am 9. Januar wieder rechtswidrig, verfassungswidrig, eine Demonstration, die in der Republika Srpska, jetzt in Ost-Sarajevo, stattgefunden hat. Mit einer Militärparade war das nicht, weil es kein Militär gibt. Es war etwas eine dicke, ausgerüstete Polizei und Trachtengruppen auch dabei. Das ist nicht die Botschaft an sich. Die Botschaft ist, dass Herr Dodik einen Gefallen dran findet, gerade fast provokativ das zu machen. Und dann sagt er, ein Beispiel, in der Stadt Sarajevo am Eingang stehen Tafeln, die an die 3,5-jährige Belagerung von Sarajevo und die über 10.000 Toten durch die Belagerung erinnern. Und er, der Bürgermeister von Ost-Sarajevo, hat jetzt angekündigt, er will Tafeln aufstehen, in denen an die 170.000 vertriebenen Serben erinnert wird. Das gegenseitige Aufstellungen von Tafeln ist auch ein Stück Nachweis dafür, dass man sich mit der Geschichte gemeinsam nicht auseinandergesetzt hat, dass die Geschichtswissenschaft, aber auch die Perzeption in der Öffentlichkeit und bei den Bürgern leider noch sehr unterschiedlich ist. Da gibt es versöhnende Versuche, es gibt Initiativen, es gibt gerade in Zentralbosnien starke Initiativen, da wo die Ethnien nicht getrennt sind, nicht so stark differenziert. Aber das ist für mich das eigentliche Zukunftsproblem. Sie werden sich vielleicht ein bisschen wundern und sagen, das ist so ein Soft-Thema. Nein, es ist im Kern ist das eigentlich das richtige, wichtige Thema. Und Kinder lernen hier eher die Unterschiedlichkeit als die Gemeinsamkeit. Ja, vielen Dank für diese Reflexionen und für Hintergrundinformationen, die zeigen, dass Sie sich tiefgründig mit diesem Land beschäftigen und beschäftigen möchten. Dennoch ist die Frage, also jetzt hat Bosnien den Kandidatenstatus erhalten, also im Dezember letzten Jahres.
Und man hat, also viele haben das Gefühl, fragen sich, was legitimiert jetzt diesen Kandidatenstatus? Bosnien und Herzegowina und Menschen in Bosnien und Herzegowina haben so lange darauf, auf dieses positive Signal gewartet, und lange Zeit ist in der Hinsicht nichts passiert. Und dann kam der Krieg in der Ukraine, und die Angst, dass die Europäische Union auch zum Teil eine Einflusssphäre in den Westbalkanländern verliert. Und das wird auch als Argument für diesen beschleunigten Prozess eingegeben. Das ist natürlich kein schönes Bild, das entsteht. Und das, was die Probleme, die da als Argument angesprochen würden, um den Status zu verweigern lange Zeit, also also mangelnde Rechtsstaatlichkeit, Nepotismus, Korruption, die sind nach wie vor da. Dennoch ist das, jetzt dreht sich ein bisschen die Perspektive. Man sagt, man verspricht sich, indem man den Kandidatenstatus Bosnien-Herzegowina gibt, verspricht man sich die Überwindung dieser Gegensätze, politische und ethnische. Wie schätzen Sie das ein? Glauben Sie, dass die politische Elite diese Gelegenheit nutzt, sich an die Reformauflagen halten wird, sich bemühen wird? Wie ist Ihr Eindruck vor Ort, wenn Sie sich... Ja und nein. Es gibt welche, die das wirklich machen, die auch seit längerer Zeit das versuchen. Wir haben von der Europäischen Union, ich spreche nicht für die Europäische Union, weil vielleicht spreche ich auch über manches nicht sehr viel unterschiedlich zu dem, was Manuel Sarrazin, dem wir gute Besserung wünschen, gesagt hätte. Nämlich, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union ja ein erstrebenswertes Ziel ist, auch Beschluss der bosnisch-herzegowinischen Regierung schon vor 15 Jahren. Dass allerdings die vorbereitenden Erwartungen für Standards, die in 14 Prioritäten seitens der EU-Kommission festgelegt oder formuliert worden sind, dass die mit großen Defiziten, die nicht sind, großenteilig umgesetzt. Das heißt, eigentlich, wenn man so nach Verwaltungsregel, hat er die Ansprüche erfüllt, Checkliste, ja oder nein, kann er das kriegen, dann wäre das nicht. Aber dann, das ist ja keine abstrakte Situation. Sie haben auch nochmal auf den Krieg hingewiesen. Bosnien-Herzegowina, das ein Frontrunner gewesen ist in den 90er, beginnenden 2000er Jahren in der Reform ihrer eigenen Staatlichkeit, es wird heute oft vergessen und negativ dargestellt, ist jetzt hinten dran. Von den 6 Westbalkanländern hat Serbien nicht nur den Kandidatenstatus, sondern es wird der Beitritt verhandelt, Montenegro in gleicher Weise, Albanien hat den Kandidatenstatus und Beitrittsverhandlungen, und Nordmazedonien mit Ach und Krach und vielen Schwierigkeiten und bulgarischen Querschüssen auch. Dann bleiben Bosnien-Herzegowina und Kosovo. Kosovo ist ein besonderer Fall, besonders deswegen, weil ja 5 Mitgliedstaaten der EU die Unabhängigkeit Kosovos nicht anerkannt haben und sie in einem ständigen Konflikt, der sich gegenwärtig wieder etwas eher löst. Es gibt ja eine deutsch-französische Initiative. Mein Vorgänger und Kollege Miroslav Lajčák kümmert sich intensiv darum, dass die Dinge hier besser werden. Bosnien-Herzegowina ist in der Staatlichkeit nicht hinterfragt. Jeder erkennt es an. Selbst der serbische Staatspräsident sagte an diesem 9. Januar, die territoriale Integrität von Bosnien-Herzegowina steht ist außer Frage und wird unterstützt. Trotzdem hat dieses Land die eigenen Hausaufgaben, nein, ich würde nicht sagen das Land, aber die politische Klasse, die eigenen Hausaufgaben nicht erfüllt. Es gibt leichte, erfreuliche Anzeichen, auch
im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, aber da ist noch ein langer, langer Weg dorthin. Wir haben jetzt beim Vetting, also bei der Überprüfung derer, die in öffentliche Ämter gehen, gesehen, dass das funktioniert. Wir hatten vor kurzem eine Generalstaatsanwältin, die sich beworben hat auf den Posten. Und siehe da, wir haben festgestellt, dass sie Bezüge zur organisierten Kriminalität hat. Damit war sie dann weg. Es gibt durchaus auch Gerichte, die sehr darauf achten. Es reicht noch nicht aus, aber ich würde sagen, leichte Symptome der Besserung. Und da kommt das Momentum der europäischen des Kandidatenstatus schon rein. Und lassen wir sagen, auch der neuen Regierung, die sich jetzt das bewusst vorgenommen hat. Ob das der Gamechanger dann werden wird, das sollten wir uns im nächsten Jahr dann zu gleicher Zeit nochmal drüber unterhalten. Aber ich habe doch einen gewissen Optimismus. Ja, aber ist das, also wenn man das sich anschaut, dass genau die zwei Staaten, wo internationale Gemeinschaft sich so stark involviert ist, dass genau diese Staaten eigentlich von allen Westbalkanländern am langsamsten fortwärts kommen. Ist das nicht ein Zeichen, auch ein Versagen der internationalen Gemeinschaft? Ja, man könnte natürlich auch sagen, genau da, wo die internationale Gemeinschaft besonders stark hinschauen, muss sie stark hinschauen. Andere, die Slowenen, die sind da in gewisser Weise Selbstläufer. Ich weiß, es soll also nun keine Kritik sein, ganz im Gegenteil. Manchmal hat man den Eindruck, bei manchen Slowenen fragt man, wie war das denn damals in Jugoslawien? Und dann sagt man, dann sagen die, was war das? Jugoslawien, ist das was auf dem Mond gewesen? Nie gehört davon. Also Slowenien ist heute so Teil der Europäischen Union, auch im Selbstverständnis, dass das keine Probleme für solche internationale Hilfe bedurft hat. Bosnien-Herzegowina ist ja Jugoslawien in a nutshell, mit den drei konstituierenden Völkern und den anderen. Und da sind wir auch bei den Problemen, die uns hoffentlich, die wir lösen können. Nach wie vor, ich komme nochmal zu Jakub Finci oder Herrn Sedic, das ist der Vorsitzende der Roma-Gemeinde. Deswegen hatten die beide geklagt, dass sie auch als im Staatspräsidium gewählt werden können. Nein, können sie im Augenblick nicht, weil sie sind weder Kroaten noch Serben noch Bosniaken, sie sind Juden und Roma und Juden und Roma können nicht gewählt werden. Das ist doch völlig klar. Wer in die Europäische Union ohne Diskriminierung will, der muss die Verfassung ändern. Wo kommt die Verfassung her? Das ist Annex 4, also Anlage 4 des Dayton-Vertrages, geschrieben von der internationalen Gemeinschaft, nicht von den Bürgerinnen und Bürgern. Das war natürlich 1995 gar nicht möglich. So, und deswegen bin ich, obwohl ich derjenige bin, der Dayton verteidigen muss, sage, wir müssen das überwinden. Seit 12 Jahren gibt es dieses Urteil aus Straßburg und bisher ist nichts passiert. Es gab viele Verhandlungen, gerade auch in diesem Jahr. Und ich erwarte, dass jetzt das, was Charles Michel, der Ratspräsident der EU, unterstützt und ein Stück getrieben von uns, die dann nach Brüssel gingen, die Vorsitzenden der Parteien und von Gliederungen, und die feierlich erklärt haben, sie wollen binnen 6 Monaten nach den Wahlen diese Verfassungsänderungen herbeiführen. Die kann niemand anders außer dem Parlament, auch ich kann das nicht. Oder man müsste ein Dayton 2 machen. Und da kann ich nur davor warnen, die nächste Verfassung, die muss jetzt auf Staatsebene in Bosnien-Herzegowina stattfinden und die kann ich auch in der Flughafenbasis in USA, so schön das da sein mag, stattfinden. Das ist die Herausforderung, die ich sehe. Und wenn Sie gestatten, jetzt einmal 30 Jahre, sagt man eine Generation. Da haben wir also die Erlebnisgeneration und wir haben die junge Generation. Und viele junge Leute, soweit ich das wahrnehme, und ich bemühe mich insbesondere mit jungen Leuten zu sprechen, die haben nicht den Packen der Geschichte jeden Tag vor sich. Die haben ihre eigene Zukunft vor sich. Und ich glaube, da bestünde eine Möglichkeit,
einfach zu sagen, so, jetzt lass uns mal eine neue Generation nach vorne bringen und das entscheiden. Das Problem ist nur, durch den Nepotismus, den Sie angesprochen haben, leider auch durch eine Situation, wo in den drei Teilen, gedachten Teilen, also nicht geografisch allein, sondern auch ethnisch, sehr starke Dominanz. In manchen Bereichen kann man sogar von einem tiefen Staat sprechen. Es halt nicht mehr nicht merit-based nach Leistung allein geht, sondern auch nach Zugehörigkeiten beziehungsweise nach Loyalitäten. Dass viele die Entscheidung treffen, wie sagte mir neulich jemand, entweder kommt die Europäische Union zu uns oder wir kommen zur Europäischen Union. Um es nicht überdramatisch zu sagen, aber in Posavina, einem kleinen Kanton der Föderation, bewohnt überwiegend von Bürgern kroatischer und bosniakischer ethnischer Herkunft, fragte ich den Bürgermeister, sagen Sie mal, wie viele von den jungen Leuten aus Ihrem Kanton gehen denn weg? Weil wir hatten über Neubau und Siedlung und so weiter gesprochen. Dann sagt er, ich habe dann einmal nachgefragt, weil ich glaube, ich habe mich verhört, 80-90% gehen weg. Das heißt, die Dynamik in diesen Teilen ist weg. Wobei weggehen nicht unbedingt heißt, dass die ihren Wohnsitz aufgeben. Es gibt viele Plätze, in denen woanders gearbeitet wird, in anderen Teilen Europas, und das stattfindet. Aber das ist natürlich ein Alarmzeichen. Und das gehört jetzt zu Bosnien nicht dazu, aber doch, wissen Sie, wir haben einen Fachkräftemangel und gerade auch in Deutschland über Öffnung und Zuwanderung. Alles wunderbar. Nur wenn Sie in Bosnien alleine ein Quota von 10.000 pro Jahr haben, die nach Deutschland für ein Visum bekommen, dann rechnen Sie bei 3 Millionen und einem Bevölkerungsrückgang, der jährlich mit ca. 50.000 zu berechnen ist, dann können Sie abwarten, dass die Dynamik aber nun wirklich sehr, sehr gefährdet ist. Und deswegen ist für mich diese Frage, jetzt was in Europa zu tun, auch wenn es nicht nach allen Regeln der Kunst alles erfüllt ist zu 100%, das ist wichtig. Deswegen stehe ich sehr hinter dem Kandidatenstatus als einem Zeichen, wir sind hier und wir wollen euch in Europa. Ja, es ist, also Sie kennen das vermutlich, also Humor gehört einfach zu einer Überlebensstrategie in Bosnien-Herzegowina, und so wird auch dieser Beitritt kommentiert, dass die meisten Menschen eigentlich schon in der EU sind, weil die meisten schon in einem von EU-Ländern arbeiten, wohnen, und deswegen haben die Menschen nicht gewartet, sondern sind, ich meine, das ist dieser auch ein bisschen bitterer Humor. Dennoch ist das eine Herausforderung und ein für Deutschland auch ein Potenzial als Aufnahmegesellschaft. Deutschland braucht Arbeitskräfte. Aber das ist natürlich, inwiefern wird das auf politischer Ebene reflektiert, und was kann man dagegen tun? Ist das reicht? Meinen Sie, dass dieser Kandidatenstatus ein starkes Signal an diese jungen Menschen ist? Oder kommt das vielleicht zu spät? Natürlich, irgendwann muss man proaktiv werden und irgendwas versuchen. Ich würde nicht sagen, es kommt zu spät, es kommt sehr spät, weil in der Tat viele schon weg sind. Die Attraktivität kann man steigern. Das hat nicht mal so sehr mit dem Lohn zu tun gehabt, natürlich das auch. Aber eher mit den Umständen, wenn ich wo einen Job kriegen will, in einem Land mit einem sehr großen öffentlichen Sektor, von den Zahlen her. Wir haben in Bosnien-Herzegowina, habe ich es als hoher Repräsentant, bei 3 Millionen Einwohnern mit 140 Ministerinnen und Ministern zu tun. Weil es gibt Regierungen und Ministerien und Agenturen en masse.
einen starken öffentlichen Sektor auch bei Unternehmen. Das heißt, wenn du wohin willst und einen Job haben willst, musst du gut Freund sein mit dem, damit er dich nimmt. Um es mal jetzt sehr salopp zu sagen, das muss reduziert werden. Wir müssen die Verwaltung, die muss viel stärker in den Blick kommen. Wir haben hier eine Situation, dass ja jeder wichtige Posten mit dreien besetzt ist. Ein Kroate, ein Bosniake, manchmal ein anderer, also die Others, das ist auch eine, also wir haben ungefähr insgesamt vielleicht 5%, 4-5% andere. Das sind entweder Menschen von Minderheiten oder welche, die sich als Jugoslawen immer noch betrachten, sagen, ich bin gehört nicht dazu, zu einem Teil, sondern ich gehöre zum Ganzen. Wenn wir das die Verteilung haben, dann heißt es ja nicht, dass wenn ich drei Menschen auf einen Posten setze, einen Chef, eine Chefin und zwei Stellvertreter, oder dass das Ding deswegen effizienter wird. Es wird schwerfälliger. Jeder versucht, sein Gemüsegärtchen für sich zu halten. Das heißt, das muss aufgebrochen werden. Und das erwarte ich auch jetzt von der neuen Regierung. Und ich finde auch, wir müssen die Partizipation von Leuten, die sich beteiligen wollen, die Schwellen herunterfahren, und zwar sie nicht ethnisch differenzieren. Also die Bürgerinnen und Bürger in Gorvaste, die wollen, dass endlich dass die Verbindung nach Sarajevo, das sind 70 Kilometer, sie müssen aber über die Berge rauf und runter fahren, da sind sie 2,5 Stunden unterwegs, dass da was oder eine Eisenbahnstrecke gebaut wird. Das sind Dinge, die sind ja nicht ethnisch zu differenzieren. Trotzdem neigt man dazu, das zu machen. Das muss weg. Und ich glaube, dann entsteht eine innere Dynamik, dann entsteht auch Bereitschaft zu investieren. Die Serben haben das besser bisher zwischenzeitlich gelöst. Wir haben allein in Serbien 75.000 Arbeitsplätze von deutschen Unternehmen. 75.000. Wir haben in Bosnien ist VW-Land übrigens, darf man so sagen, wenn Sie in Sarajevo oder in Tuzla die Straßen, die Autos zählen, dann ist jedes zweite Auto vom VW-Konzern. Nicht zuletzt deswegen, weil in Sarajevo der Golf produziert worden ist, zu jugoslawischen Zeiten. Und ich finde, dass die Arbeitskräfte, die Ausbildung ist gut. Das sind Leute, deswegen sind die natürlich auch begehrt, wenn sie nach Deutschland oder Österreich oder Frankreich gehen. Also dass man hier Arbeitsplätze im Sinne vom Zivilen, von Privaten schaffen muss, wo dann auch nicht diese ganze Last, bist du jetzt Bosniake, bist du Kroatin, muss ich mit dir jetzt so, kannst du und sollst du, sondern dass etwas weg ist. Das ist die Befreiung, die ich auch sehen würde. Ja, also ich schaue ein bisschen auf die Fragen aus dem Publikum. Tatsächlich sind das ganz viele, sodass Herr Becker mir netterweise einige aussortiert hat. Und ich lese eine vor. Guten Abend, Herr Schmidt. Der Dodik redet nicht schön über Sie. Ihr Vorgänger waren auch nicht viel besser von dem bedient. Warum kann und vor allem darf er das? Können Sie Kraft Ihres Amtes wirklich nichts dagegen unternehmen? Vielen Dank. Also ich ärgere mich über Herrn Dodik sehr. Ich kenne ihn seit 20 Jahren, 15 Jahren. Da war er, früher war er noch anders, da galt er übrigens als Reformer. Er war irgendwie so ein bisschen das Lieblingskind der internationalen Gemeinschaft, bevor er dann gemerkt hat, wenn er die nationalistische Karte fährt, kriegt er noch mehr Stimmen, und seitdem ist er unerträglich. Ist vor allem dieses Jahr unerträglich geworden, weil er Herrn Putin einen Orden verliehen hat anlässlich des 9. Januar. Ihre Frage, kann man? Ja und nein. Er nutzt das natürlich als Instrument, und die Provokation, die er macht, die nutzt er dann auch. Also wenn die Reaktion auf die Provokation, die ist für ihn eher noch eine Freude.
Ich habe ihm im letzten Jahr, hat man ihn eigentlich ganz gut in den Griff bekommen. Er wollte ja den Staat eigentlich rechtlich auseinanderfahren. Sinnwidrige Sache, eine eigene Arzneimittelagentur für knapp 1 Million Menschen in der Republik Srpska. In der EU haben wir eine einzige Arzneimittelagentur für die ganze Europäische Union. Aber da geht es nur ums Prinzip. Das haben wir ihm rechtlich verhindert. Ich musste einige Male von meinen Bonn Powers Gebrauch machen, das heißt vom Recht, ein Gesetz zu beanstanden, aufzuheben. Das Verfassungsgericht hat es auch unterstützt. Ja, interessant, wenn ich eines sagen darf. Also er sagt, der ist ja nicht richtig legitimiert, weil er im Sicherheitsrat nicht gewählt worden ist. Übrigens, keiner meiner Vorgänger ist im Sicherheitsrat gewählt worden. Das ist jetzt nur eine russische These, dass das so sein muss. Wir werden im Peace Implementation Council, das heißt im Rat der Unterzeichnerstaaten des Dayton-Vertrags, bin ich nominiert und bestellt worden. Da ist Russland dabei, aber zwischenzeitlich überhaupt nicht mehr aktiv. Und da lehnt er sich an. Er versucht damit auch Stimmung zu machen in einer Form, die die Europäer, will ich ins Plaudern kommen, aber wie funktioniert europäische Politik? Manchmal funktioniert die so, oh, da regt sich einer auf. Na, da müssen wir jetzt hin. Den müssen wir beruhigen. Also, wenn Dodik sich aufregt oder unqualifiziert spricht oder Aktionen macht, kamen zum gewissen Zeitpunkt nahezu Heerscharen von europäischen Politikern, Diplomaten, um zu fragen, was können wir denn tun, Herr Dodik, damit Sie sich wieder besser fühlen im Sinne des Ganzen. Das muss manchmal durchaus ein Gespräch sein, aber er weiß das natürlich zu nutzen. Deswegen rate ich auch ein Stück, ihn zu ignorieren in seinen Äußerungen. Das fällt mir nicht leicht. Mir fällt vor allem auf, er behauptet ja, mich zu ignorieren. Aber ich habe jetzt gerade vorgestern zum Thema 9. Januar mich sehr deutlich geäußert ihm gegenüber. Und dann kommen Seiten- und minutenlange Statements in seinem Fernsehen bei sich, wo er nochmal beschreibt, dass er auf mich überhaupt nicht antwortet. Er tut es natürlich doch. Ich würde sagen, der Gesamtkomplex, dass wir ziemlich gemeinsam mit der Europäischen Union und mit der internationalen Gemeinschaft Kanadier, Amerikaner, Japaner, die mit der besseren Türken sind, das gibt ihm doch zu denken. Im Augenblick ist Dodik politisch schwächer, als er das im letzten Jahr war. Er ist aber immer noch stark genug, um für Unruhe und für Dysfunktionalität zu sorgen. Deswegen muss man das von Fall zu Fall entscheiden und manchmal seinen Ärger mit sich selber ausmachen im Sinne der Menschen, die dann mitteilen, dass sie nicht so denken wie ihr, auch aus der Republika Srpska. Vielen Dank. Ich lese einfach weitere Fragen vor. Jens Wölk fragt, wie kann eine Verfassungsreform auf den Weg gebracht werden? Sie haben es schon also ein paar Mal angesprochen, dass es Ihnen sehr am Herzen liegt. Aber wie also ist das? Wir müssen zwei Dinge da sehen. Ich habe ja auch in diesem Jahr auf der Ebene der Föderation die Verfassung oder einige Regeln angesprochen, nur sehr gering verändert, weil was muss man tun? Wir müssen davon wegkommen, dass der Staat mit einer zweiten Kammer, dem jeweiligen sogenannten House of People, dem Haus der Völker, die dafür sorgen sollen, dass die Interessen der jeweiligen Ethnien nicht übertrumpft oder nicht beachtet werden, dass die ein komplett vollständiges Gesetzgebungsorgan mit sind. Das heißt, gerade heute ist jetzt das House of People auf Staatsebene gewählt oder delegiert worden. Die werden nicht gewählt, sondern die werden dann delegiert. Es sind 15, 5 Serben, 5 Kroaten, 5 Bosniaken.
wo sind eigentlich die 5% anderen? Die werden überhaupt nicht gefragt, die sind gar nicht dabei. Trotzdem hat das Haus der Völker völlige, hundertprozentige Möglichkeit, in der Gesetzgebungsverfahren mitzuwirken. Das muss geändert werden. Dann ist eine große Frage, ob die drei Mitglieder des Staatspräsidiums, wie gesagt, ich habe gesagt, es ist alles mal drei in Bosnien-Herzegowina, die direkt gewählt werden, wie man das zukünftig regelt. Wenn Sie die Zahlen sehen, sind über die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger in Bosnien-Herzegowina sind Bosniaken. Dann ungefähr, 28% sind Serben, alle bosnische Pässe, aber jedenfalls von ihrer Herkunft. Und die Kroaten gehen zurück, das sind jetzt vielleicht noch 12-15%. Und jeder soll einen repräsentieren und einen wählen. Nun haben wir in recht komplizierten Systemen, ich will ja nicht ins Detail gehen, aber sieht es aus der Sicht der Kroaten so aus, dass die eigentlich nie genügend Stimmen zustande kriegen, um ihren eigenen Vertreter zu wählen. Der wird dann eher von anderen gewählt. Jedenfalls ist so die Behauptung. Rechtlich ist das nicht, stimmt das nicht. Faktisch heißt das aber, dass da immer ein großer Kritikpunkt ist. Deswegen gab es jetzt in Neum lange Verhandlungen. Neum ist der Küstenort von Bosnien-Herzegowina, wie man das eine mit dem anderen in verknüpfen kann. Also erstens muss mit Hanzeljic Finci eigentlich ein Vierter auch kandidieren können, nämlich einer der Vertreter der anderen oder der Minderheiten. Nur damit sind Sie doch beim Punkt. Muss es wirklich so sein, dass ein Staatspräsidium für ein 3 Millionen Einwohnerland aus 3 oder 4 Personen besteht? Oder kann man sich darauf einigen, dass man gemeinsam einen vielleicht in einer gewissen Rotation? Das sind die Fragen. Die Diskriminierung muss beendet werden. Das sind mehrere Problemstellungen, weil wenn ich es noch verfeinern will, eine Kroatin, die in der Republika Srpska wohnt, die muss für den serbischen Kandidaten stimmen. Sie selbst könnte aber nicht kandidieren. Sie müsste in die Föderation wechseln. Alles verrückt. Und das sind die Dinge, die waren Checks and Balances, die gedacht waren bei Dayton 95, die aber in Bosnien nicht als Checks and Balances, sondern als Blockadeinstrument verwendet werden und dazu führen, dass die Differenzierung, ethnische Differenzierung eher konserviert wird. Ich kann das mit meinen Mitteln auch nur sehr, sehr beschränkt ändern. Das muss in der Föderation, auf den Parlamenten stattfinden. Und ich glaube aber, wenn internationaler Druck jetzt wirklich notwendig ist, dann müssen wir uns um diese Sachen kümmern. Es sind Leute, das ist ja vielleicht bekannt, ich hatte mal eine etwas unzurückhaltende Stellungnahme abgegeben, die genau zu dem Thema ging, sagte, wenn ihr das nicht macht, kommt ihr nie nach Europa, weil ihr die europäischen Standards nicht einhaltet. Diese Einsicht ist bei vielen da. Sie ist aber politisch immer, wenn es dann zum Treffen kommt, dann sind die Meinungen unterschiedlich. Ein Beispiel, wir hatten es Transparency, eine gemeinsame Vorschläge von Europarat, OSZE, EU, von meinem Office, dem OHR, für die Wahl, für die Verhinderung von Wahlbetrug und Transparenz der Wahl. Und es kam dann ja 2 Anträge im Parlament, das irgendwie zu machen. Jeder hat gesagt, wunderbar, sie haben nicht stattgefunden. Die Teile, die man noch umsetzen konnte, habe dann ich per Gesetzesdekret umsetzen müssen. Das heißt, diese Dinge, die müssen jetzt eigentlich verankert werden. Ich würde sagen, jetzt ist der goldene Zeitpunkt im Jahr 2023, um das wirklich zu lösen. Okay, dazu gleich eine Frage. Wie ist der jüngste, häufige und intensive Gebrauch der
Bond Powers mit der Freiwilligkeit von Reformen vereinbar, welche für die Beitrittsvorbereitungen notwendig sind. Also das ist Eigentlich bin ich 27 Jahre. Nach dem Dayton-Vertrag ist meine Funktion, die relativ einzigartig auf der Welt ist. Ich habe gesetzgebende Gewalt. Ich kann Menschen außer Amte setzen. Das hat intensiv mein Vorgänger Paddy Ashton gemacht zu seiner Zeit. Da war das richtig. Der hat letztlich den Staatsaufbau gemacht. Eigentlich sollte meine Funktion überflüssig sein. Denn die sollte nur so lang da sein, solange nicht die Staatsstrukturen selbst in der Lage sind, ihre Dinge zu regeln. Das können sie leider im Augenblick, nein, sie könnten es, sie machen es, aber nicht. Und in den letzten 10 Jahren, wo man nicht so genau hingeschaut hat, von Europa aus irgendwie der Meinung, ja, die kriegen das schon hin, Local Ownership. Ich sage mal etwas zynisch, manche haben das mit der Ownership falsch verstanden. Die dachten, das hat es mit den eigenen Taschen zu tun. Also das heißt, so weit war man allein wegen dieser schwierigen ethnischen Differenzierung schon nicht. Und das heißt, ich muss, meine Intention ist aber so wenig wie möglich. Denn mir ist es sehr viel lieber, zum Beispiel bei Gesetzen, die ich beanstanden muss, habe ich jetzt den Weg, dass ich die suspendiere bis zu einer Entscheidung des Verfassungsgerichts. Dann soll das Verfassungsgericht bitte entscheiden. Da kommt die Kritik auch im Verfassungsgericht auf Staatsebene. Es gibt es insgesamt, wenn sie voll besetzt sind, 9 Richter. Davon sind 3 internationale Richter. Das heißt, gegenwärtig eine Schweizerin, ein Albaner und eine deutsche Richterin, die das Aufeinanderprallen sozusagen der Fragestellungen verhindern sollten, die halt gegenwärtig Bestandteil sind, also der ethnischen Fragen der Drücke auf die Richter selbst, das muss man schon sehen, die sind auch sehr starken Beeinflussungsversuchen ausgesetzt. So, das zeigt, die internationale Gemeinschaft muss sich auf dem Rückzug befinden. Sie darf aber die Menschen nicht alleine lassen. Und das ist das Widersprüchliche, das ich auch ja bei meiner eigenen Funktion empfinde. Mir sagte jemand, jemand, der ein übrigens das Sarajevo ist Wiener Kaffeehaus. Die Intellektuellen, die können mit jedem in Mitteleuropa mithalten und sind von der Werteorientierung absolut vergleichbar. Die Umsetzung in staatliches und öffentliches Handeln, die ist schwieriger. Und mir sagte einer von diesen Intellektuellen, als ich sagte, ja, eigentlich muss der hohe Repräsentant, und ich will auch da nicht auf ewig und 3 Tage sein, dann sagt er, sagen Sie mir bitte den Tag, an dem Sie gehen. Ich sage, ja, wieso? Ja, wenn Sie den wissen, das ist der Tag, an dem ich meine Koffer packen werde und am nächsten Tag werde ich auch gegangen sein. Das heißt, Vertrauen, das ist eine Kategorie, die ich noch nicht angesprochen habe, das Vertrauen von vielen Bürgern in die eigene Staatlichkeit und in die Möglichkeit der Institutionen zu agieren, die ist vorsichtig ausgedrückt sehr beschränkt. Da kann eine europäische Einbindung nur helfen. Also das, solange das aber nicht der Fall ist, ist EUFOR Althea, die Militärmission, die ja nach wie vor besteht, Sie haben das angesprochen, Fortun-Schmittelbar mit Kosovo und Bosnien-Herzegowina und meine Funktion als sozusagen das zivile Pendant werden von vielen Politikern kritisch gesehen. Sie werden von vielen Bürgern als unabdingbar gesehen. Und irgendwie ist die Wahrheit zwischendrin. Also auf ewig geht das nicht. Ja, es ist, wenn man sich genauer anschaut, man könnte das als antidemokratischer Anachronismus bezeichnen. Andererseits ist die Frage, was würde man mit Nationalisten und Separatisten dann, welche Blockaden, welche ja, Instrumentarien hätte man dann, um ja, sich gegen solche Tendenzen zu wehren? Aber also Sie haben völlig recht, das ist nicht demokratisch, aber da kommt halt dann doch bei vielen die Erinnerung, was vor
25 Jahren kulminiert ist dann in Srebrenica. Das ist ein Trauma, dass man sozusagen aus einer Zeit heraus, in der ja ein freier Diskurs kam von der Tito-Zeit, da war zwar die ethnische Frage längst nicht so präsent, aber es war eine suppressive Gesellschaft. Also hat man nicht gelernt, würde ich mal sagen, oh Gott, das soll jetzt nicht oberliberhaft sein, in einem demokratischen Prozess vielleicht noch von Bürgerbewegungen her sich zu artikulieren. Es war eine formalisierte Gesellschaft, die dann auch eher von oben nach unten als von unten nach oben gegangen ist. Und das jetzt sozusagen unter diesen schlimmen Bedingungen, die waren, jetzt zu lernen, dauert halt seine längere Zeit. Ich will nur mal sagen, das ist keine Frage der intellektuellen Kapazitäten, weiß Gott, überhaupt nicht. Es ist eine Frage auch der eher der gesellschaftlichen Tradierungen, die ja jahrhundertelang reichen und die in Bosnien-Herzegowina besonders präsent deswegen sind, weil drei kulturelle Strukturen aufeinander getroffen sind. Das Osmanische Reich, die Orthodoxie und das römisch-katholische, wenn ich es in Religion übersetze, mit all den Folgen für die kulturelle Orientierung. Und das prallt alles in Sarajevo aufeinander. Und da kamen noch die Österreicher und versucht, das irgendwie hinzukriegen, mit durchaus ganz klugen Dingen, die da versucht worden sind und gemacht worden sind. Aber wir wissen alle, woran es endet. Ich schaue aus meinem Gebäude an der Amerika Blumer 1 hinaus. Und wenn ich auf Sarajevo schaue, dann sehe ich da die Lateinerbrücke. Das ist die, über die 1914 am 28. Juni am Vidovdan der Kronprinz gefahren ist und ermordet worden ist und der Erste Weltkrieg begonnen hat. Das zeigt ein Stück auch des historischen Umfelds, in dem man sich bewegen muss. Ich bin optimistisch, aber wir müssen diese Fragen viel stärker ansprechen. Diplomaten, Politiker bin ja selber einer, neigen dazu, die kurzen Punkte, das haben wir jetzt erledigt, zu machen. Nein, ich glaube, wir müssen die Stärkungen, die Grundlagen auch ein Stück diskutieren, weil ein Wunsch der jungen Bürger da ist, sagen wir, aus dieser Zeit und den Traditionen auch ein Stück herauszutreten. Und das ist auch eigentlich ein Traum von Europäischen Union, diese Praxis, lange Zeit gelebte Praxis des Miteinanders verschiedenen Kulturen in Südosteuropa, die es damals in Westeuropa gar nicht gab. Aber Ihre Zeit oder unsere Zeit ist leider um. Ich kann mich nur bedanken und mich bei dem Publikum entschuldigen für viele nicht gestellten Fragen. Aber genau, es wird sicherlich Gelegenheiten noch geben. Und ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich komme gerne wieder und die anderen Teile kann ja der Manuel Sarrazin auch vielleicht bei Gelegenheit auch nochmal nehmen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich diesem Thema gewidmet haben. Die wollen nach Europa und die gehören auch nach Europa, den Menschen in Bosnien-Herzegowina. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Schmidt, vor allen Dingen, dass Sie auch die Zeit sich genommen haben, auch wenn das jetzt natürlich, aber das zeigt dafür, dass es eine spannende Stunde war, wenn viel offen bleibt und viel Interesse besteht. Und wir werden, das kann ich auch Ihnen allen, die sich eingeschaltet haben, das Thema noch etwas näher auch verfolgen. Wir als Europa-Union haben natürlich immer schon ein Interesse an dem Thema, aber jetzt, wo sozusagen auch diese Beitrittsfrage natürlich, ob sie nun symbolisch im Raum steht oder nicht, wie im Chat diskutiert, ne, das würden wir sicherlich nochmal aufgreifen, aber das ist für uns auf jeden Fall natürlich auch nochmal ein Anlass jetzt gewesen, aber auch in Zukunft vielleicht, wie Sie gesagt haben, Herr Schmidt, etwas genauer hinzuschauen. Ne, das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, wo Sie recht haben, dass man häufig auch
von außen jedenfalls nicht so genau drauf schaut, auch gerade vor den Entwicklungen, die es sonst so in der Welt gibt. Und insofern kann ich Ihnen allen versprechen, auch wenn ich noch nicht genau sagen kann, wie wir dranbleiben, aber wir werden das Thema noch in diesem Jahr, das verspreche ich hoch und heilig, etwas weiter verfolgen. Herr Sarrazin wird sicherlich auch noch mal zu uns kommen. Ob wir das dann wieder in so einer Sprechstunde machen oder in einem anderen Format, das werden wir dann noch mal sehen. Ich kann Ihnen auch nur anbieten, noch zum Abschluss, stellen Sie Ihre Fragen gerne noch, die Sie haben. Wir speichern das, was es gibt, werden das in Ruhe nochmal sichten und dann für irgendein Follow-up in anderer Runde auch nochmal aufgreifen. So viel kann ich auf jeden Fall zusagen. Frau Tunitsch, Ihnen ganz herzlichen Dank für die Moderation. Und also ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und hoffe, dass wir, die wir uns nicht täglich damit beschäftigen, also ich und vielleicht manche im Publikum, etwas genauer hinschauen. Und ansonsten, dass allen die, ich sage es jetzt mal etwas böse, genauer hinschauen müssen, vielleicht auch in Zukunft sehr viel positiver dann reden können und dass das jetzt vielleicht wirklich das goldene Jahr wird, wie Sie gesagt haben. Ich maße mir da kein Urteil an, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man zumindest, dass man zumindest noch hoffen soll, auch wenn es jetzt vielleicht Streit darüber gibt, ob die Wahrscheinlichkeit jetzt groß ist oder nicht. Insofern herzlichen Dank für einen sehr kurzweiligen Abend. Beenden Sie uns bald wieder. Vielen Dank nach Sarajevo, vielen Dank nach Halle und wo auch immer Sie so sitzen. Schönen Abend, schönes Wochenende und auf bald.